das war mir zu hoch und merkte an, also wenn ich evakuieren würde, würde ich da auch Leute rausnehmen. Man muss dazu sagen, die Radioaktivität verschmiert sich nicht gleichmäßig, sondern es gibt das, was man Leopard Spots nennt, also Zonen, wo die Aktivität mal hoch, mal niedrig ist, hat man auch in Tschernobyl gesehen. Also sie können relativ nah an der Anlage eine Zone haben, wo die Aktivität extrem niedrig ist, also wo sie kaum merken, dass was passiert ist. Und sozusagen weiter weg, weil es dort geregnet hat, weil der Wind ungünstig steht oder stand, ist die Aktivität hoch. Und das ist jetzt im Moment die interessante Herausforderung, zu gucken, wie sind eben nicht nur die Ortsdosisleistungen, also Finger in die Luft, aber was ist sozusagen auf dem Boden deponiert, weil das entscheidet natürlich langfristig darüber, ob diese Menschen zurück können oder nicht. Im Moment ist der Status quo, dass 20 Kilometer, da müssen die Menschen raus, 30 Kilometer in dem Bereich sollten sie in den Häusern bleiben. Und Edano überlegt eben aufgrund genau dieser Zone hier, ob er das Ganze erweitern soll. Aber das steht noch in Diskussion. Aber auch hier hilft es zu vergleichen. Bayern. Wir haben Tschernobyl vergessen, aber wir haben auch vergessen, dass Cäsium-137 eine Halbwertszeit von 30 Jahren hat. Also im Klartext, die Hälfte gibt es noch, ist noch da. Und was heißt das? Das hier ist eine Untersuchung, die gemacht wurde 2005. Also, aber das hat sich kaum verändert wegen der langen Halbwertszeit. Wenn Sie die ersten 10 cm sich anschauen in der Bodenschicht, dann werden Sie feststellen, dass Sie in Südbayern 13.000 Becquerel pro Quadratmeter Cäsium immer noch sehen, in Nordbayern etwa 4.300 Becquerel. Das heißt, in Bayern gibt es immer noch genug davon. In dem Kontext von Fukushima wurde plötzlich, Sie erinnern sich, die Lebensmittel, ne, hochgesetzt, also angeblich um die Japaner davor zu bewahren. Völlig absurde Situation, weil die Japaner haben Spinat, den sie in Japan nicht verkaufen dürfen, aber den könnten sie hier in Europa noch verkaufen. Finde ich irgendwie seltsam. Ich habe mich gefragt, ich bin noch nicht dazu gekommen, warum wurde das gerade gemacht? Es gibt einige Regionen, wo es landwirtschaftliche oder wo es zum Beispiel auch tierische Produkte gibt, Rehfleisch, Wildschweinfleisch, was in der alten Gesetzgebung nicht verkauft werden darf. Man kann vielleicht mal genau nachgucken, also das würde mich mal interessieren, ich will jetzt nichts prognostizieren, aber ich würde gerne wissen, wer den Antrag bei der EU für diese Erhöhung gestellt hat. Denn manchmal habe ich den Eindruck, im Windschatten von Fukushima gab es da einige, die besonders schlau waren, aber wir sind auch nicht blöd. Also, wo ist die Interessenslage? Aber wie gesagt, auch in Bayern haben wir die Situation und die Werte sind vergleichbar im Moment mit den Werten, die ich in Fukushima in dieser Region sehe. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind 20, 30 Kilometer, Tschernobyl ist deutlich weiter gewesen. Also, es gibt schon große Dimensionsunterschiede. Ein anderes Problem sind die Arbeiter. Also es geht jetzt in den nächsten Wochen, und das ist etwas, was medial ein Rohrkrepierer ist. Am Anfang war das ja alles medial toll. Die Bilder sind da, jeden Tag passiert was, dann geht was hoch, ja, alle sind froh und können senden. Wir haben interessanterweise jetzt eine Konstellation, bei der die Situation immer noch extrem instabil ist, aber es ändert sich nichts, irgendwann gehen die Leute, wenn sie sagen, ach, nicht schon wieder Fukushima. Das ist für mich ein grotesker Widerspruch. Wir haben eine akute Situation vor Ort, aber wir vergessen es. Obwohl die Situation nicht mal abgeschlossen ist. Manchmal kommen Bilder wie die Arbeiter, die versuchen, Elektrizität etc. anzusetzen. In dem Zusammenhang wurde auch immer davon gesprochen, die Verstrahlten, die Kamikaze-Kämpfer, die 50 Helden, alles Bullshit auf gut Deutsch. Wenn man genau hinguckt, in Japan wird dosimetrisch erfasst, also da bin ich auch
sehr hart. Und das bin ich nicht, weil ich da irgendetwas beschönigen möchte, sondern es geht auch um diese Menschen. Ja? Also ich finde es nicht fair, einfach zu prognostizieren, die werden verheizt oder Wegwerfarbeiter, solche Vokabel kamen. Und das ist nicht der Fall, das kann sich Japan auch nicht leisten, denn da guckt die Welt, da guckt auf die IAEA drauf und alleine die Klagen, die daraus resultieren würden, führen dazu, dass man das nicht macht. Aber wir haben ein ganz anderes Problem. Also das Monitoring funktioniert. Das funktioniert auch in vielen Bereichen der Zivilbevölkerung. Immer dann, wenn wir Leute sehen mit Dosimeter, erschrecken wir. Aber für mich sage ich nach wie vor immer wieder ein gutes Bild, weil das heißt, da wird gemessen. In Tschernobyl wurde bei uns nicht gemessen. Ja? So gut wie nicht. In Tschernobyl war es so, dass es einen totalen blinden Fleck gab über Lebensmittel. 1986 war es so, dass ich mit Freunden im Forschungszentrum Jülich einen Natrium-Iodid-Zähler aufbaute und wir haben selber gemessen. Es gab eine Tante in, nicht von mir, von meinem Kollegen, in Bayern und die hat eingekauft und hat uns das Zeug geschickt. Und Sie können sich vielleicht an die Meldung erinnern, Pilze.